Unser Logo sind ja diese drei Schwäne und die Frage, die euch bewegt und die euch natürlich in der Praxis bewegt, die bewegen sich so auf der Ebene erster bis zweiter Schwan, also erster Schwan Praxis, zweiter Schwan, mit welchen Konzepten bin ich unterwegs, um mein praktisches Handeln zu steuern. Ich komme jetzt vom dritten bis vierten Schwan eingeflogen. Welche Horizonte und Grundverständnisse brauchen wir überhaupt, um über unsere Konzepte, mit denen wir uns praktisch steuern, nachzudenken? Von daher bitte ich von vornherein bei denjenigen, die jetzt gerne mit mir Dialog zu praktischen Fragen halten würden, um Verzeihung, dass dafür einfach nicht der Rahmen ist. Ich habe heute Morgen, der Volker Königers ist ja auch im Haus, der hat mich hergefahren, da haben wir dann über seine Arbeit heute mit Sat.1-Personalern ganz konkret gesprochen. Und es ist mir auch ganz wichtig, dass man das in konkrete Handlungsmaxime übersetzen kann. Das kann ich am Beispiel auch immer, aber das ist nicht der Ansatz, mit dem ich heute reinkomme. Sondern ich wollte euch gerne mal den großen Horizont aufzeigen. Ich bin von meiner Hauptidentität auch Konzeptentwickler und Didaktiker. Also ich habe schon über Hochschuldidaktik promoviert und ich glaube wirklich daran, dass das Praktischste eine gute Theorie ist und dass wir immer in den Rückspiegel schauen müssen, wie denken wir eigentlich über die Dinge, wenn wir mit unserem Denken unser Handeln steuern wollen. Und dieses zurück in den Rückspiegel gucken, spielt bei mir immer eine ganz große Rolle und die ganzen Konzepte sind in der Hinsicht rekursiv aufgebaut. Das heißt, ich muss immer gucken, mit welchem Verständnis von Wirklichkeit gehe ich überhaupt an Wirklichkeit ran. Jetzt ist es so, dass ich beschäftige mich seit über 30 Jahren damit. Es ist klar, dass wir da einen Fundus haben, den man so schnell nicht vermitteln kann. Und zumal ich ja eingeladen war, auch wirklich aus der Front der laufenden Entwicklung zu schildern, und das ist bei uns schon auch, sind es einfach auch Themen, bei denen normalerweise ganz viel schon vorausgesetzt wird und im Hintergrund ist. Mir sind zwei Dinge dazu eingefallen. Das eine ist, ich habe Anfang dieser Tage habe ich einen Film gesehen über Francisco Varela, ich weiß nicht, ob den Namen manche kennen, der chilenische Erkenntnisbiologe, der leider ja mit 56 ganz schlimm auch schon verstorben ist. Es war ein biografischer Film. Und diesen Francisco Varela, der war für mich das Sinnbild für einen intellektuellen Erotiker. Also wer den schon mal referieren hat, sehen und erlebt, der weiß, dieser Mensch lebt im intellektuellen Zugang. Er kann es sehr viel besser als ich, aber ich habe versucht, von ihm doch ein bisschen was abzugucken. Und ich habe den Anfang der 80er Jahre auf einem Kongress in Spanien, in einem Kloster, spanischer Art, aber auch so atmosphärisch, zwei Tage lang zugehört, wie er mit einem Gehirnforscher, Carl Brebram, damals war Gehirn noch nicht diese Themensause, wie wir sie heute haben, wie er mit dem über Verständnis von Gehirnstrukturen, Gehirndynamik, Gehirnmodellen gesprochen hat. Und die haben es von Peptidketten und Zeug gehabt. Und wir waren damals ja noch mitten in dem Hear Me, Feel Me, See Me, Touch Me. Und worüber die geredet haben, das waren böhmische Dörfer. Und ich weiß inhaltlich gar nicht mehr, aber ich war zwei Tage lang fasziniert. Es ist, obwohl ich es inhaltlich nicht verstanden habe, etwas auf mich übergegangen, was mich, glaube ich, über viele Jahre irgendwo im Hintergrund geprägt hat. Wenn davon ein bisschen was heute auch passiert und euch das hilft zu akzeptieren, dass ihr die Inhalte jetzt nicht gleich auf die eigene Festplatte kriegt, dann würde mich das sehr freuen. In einer anderen Metapher könnte man vielleicht so sagen, ich versuche mein Füllhorn über euch auszuschütten. Und man kann sich jetzt vorstellen, das könnte so ein Vorbeigehen an einem sehr großen Buffet sein.
Und natürlich könnt ihr das nicht alles essen. Aber es ist trotzdem mal vielleicht ganz interessant, mal gesehen zu haben, was es alles gibt oder vom einen oder anderen probiert zu haben. Wir sind in der glücklichen Lage, das macht mich heute auch entspannter und etwas weniger anstrengend für die Menschen, dass alle Konzepte, auf die ich mich beziehe, gibt es bei uns kostenlos verfügbar, sei es als Schriften. Wir haben da hinten einen ganzen Stapel von Büchern, die wir kurz Bezug nehmen können. Es gibt auch alles kostenlos als Download bei uns im Internet, Audios, Schriften, Videos. Und ihr habt ja Ausschnitte, glaube ich, aus diesem Video, wo ich 3 Tage lang die Konzepte von dem Stand von vor 5 Jahren oder so erzählt habe, gekriegt. Wir sind dabei, ihr kriegt nachher im Nachgang zu diesem Tag noch die Links, dass ihr all diese Sachen euch direkt bei uns unter der Website runterladen und angucken könnt. Das heißt, wenn ich da mal geschwind ein Konzept erwähne, für das ich natürlich 1 Stunde brauchte, wenn ich es ausführlich machen wollte, das kann ich jetzt hier nicht machen, aber wenn ihr das Schaubild oder das Chart vor Augen habt, könnt ihr dann die Charts, die da mitgeliefert werden, durchblättern und dann könnt ihr sagen, ah, das war das und das ist noch nicht ganz so weit. Wir sind dabei, das technisch so zu organisieren, da hilft der Frieder mit, dass wenn ihr dann auf das Chart klickt, ihr direkt an der Stelle im Video seid und von dort aus in die Toolbox gehen könnt, wenn ihr was damit machen wollt. Also wir sind dabei, erheblich die Multiplizierbarkeit von dem, was wir zu bieten haben, auf relativ leichte Weise zu erhöhen. Und wenn euch irgendwas interessiert und ihr wollt nachfassen und ihr findet es wo nicht, auf unserer Website hat es eine gute inhaltliche Suchfunktion, dann gebt ihr das Stichwort ein, dann kriegt ihr von der Suchfunktion geliefert Schriften, Audios, Videos, was es dazu gibt. Und es ist aber auch dort zu viel. Also es ist eines der Probleme, dass sich eine Vielfalt sich in mir entwickelt und ich das Gefühl habe, dass ich wirklich, glaube ich, lange genug zu leben, um in dem Bereich, der mich interessiert, wirklich einen sehr weiten Bogen zu schlagen. Und da bin ich jetzt gerade so bei den letzten Stücken dieses Bogens. Ich bin ja auch 66. Aber dass ihr die Möglichkeit habt, auf diese Dinge zuzugreifen, wenn sie euch interessieren. Und ja, also das vielleicht als Vorrede. Also wenn ihr euch innerlich so einstellt, okay, es soll, als ich in Russland gearbeitet habe, wurde mir erzählt von einem Inquisitor, so einem Großfürst, der eine Riesenkolchose besucht hat. Und er wurde dort selbstverständlich zum Essen eingeladen. Das ist die Form der Würdigung eines wertvollen Besuches. Und es gab 110 Speisen. Der Herr hatte schon gegessen, er hatte keinen Platz, irgendwas zu sich zu nehmen, aber er hat seinen Sekretär gebeten, doch jede einzelne Speise zumindest ein bisschen zu probieren und zu notieren, was es gegeben hätte. Und so hat er die Würdigung, die ihm zuteil wurde, sozusagen für sich dokumentiert, ohne essen zu müssen. Und er hat diejenigen, die diese Speisen ihm vorgeführt haben, auch dadurch gewürdigt, dass er sie registriert hatte, ohne dass er an der Stelle sie natürlich hätte durch Essen würdigen können. Also das ist so ein kleines Repertoire an vielleicht euch komfortabel machenden Metaphern als Einstellung für den heutigen Tag. Also ich erzähle am liebsten und komme dann auch einfach ins Reden. Also der Kontrakt ist heute jetzt tatsächlich euch ein Stück diese Welt zu entfalten, wie wir über die Konzepte nachdenken und was das für Konsequenzen für Wirtschaftskultur, für Unternehmenskultur, für Professionskultur hat und was wir als Dienstleister davon nutzen können, was wir basteln können. Und diese 3 Begriffe, die schon genannt worden sind, habe ich da in den Vordergrund gestellt. Führung, da will ich euch nachher einfach nochmal eine sehr weite Perspektive, wie man Führung verstehen kann, dass es weit über individuelles Führungstraining hinaus. Und natürlich fänden wir alle toll, wenn im eigenen Unternehmen oder in unserem Kundenunternehmen es eine gute Führungskultur gäbe.
Aber dann haben wir schon das Problem mit dem Begriff Kultur. Was ist das eigentlich? Deswegen will ich auch in einem zweiten Teil zunächst mal überhaupt das Verständnis der Kulturzugang zu Organisationen darlegen. Und dann wollen wir natürlich ja als Dienstleister in diesem Bereich irgendwas dafür tun, dass die Menschen, die Organisation etwas lernen, um das, was wir ihnen zu bieten haben, als eigenen Lebensperspektive, Lebensvollzug zu entwickeln. Und das steckt in dem Wort entwickeln. Und wenn wir entwickeln wollen, dann entstehen sofort so Fragen, kann man von außen überhaupt nach innen entwickeln? Was kann unsere Rolle sein? Wie verstehen wir überhaupt die Art des Lernens, die notwendig ist? Und wie sortieren wir uns, wenn wir versuchen wollen, lernen in Bezug auf Kultur und dann dort in Bezug auf bestimmte Themenperspektive, zum Beispiel Führung, zu befördern? Was ich auch jetzt als Charts vorbereitet habe, wovon ich nicht weiß, wie sehr wir da dazu kommen, ist zu wesentlichen Dimensionen einfach so ein Quickie. Also zum Beispiel, wir haben sehr ausführliche Konzepte zu Macht, Autorisierung oder zu Verantwortung, Verantwortungskulturentwicklung. Wir haben aber auch Konzepte, die weit über das Übliche hinausgehen, zu Teamentwicklung, also zum Beispiel vertikale Teamentwicklung, ganz andere Verständnisse von Team. Team ist eine Verantwortungsgemeinschaft. Und wer zur Teamentwicklung kommen soll, kann gar nicht entschieden werden, ohne dass man eine Idee hat, bezogen auf welches Thema eigentlich wer welche Verantwortung hat. Da muss ganz viel im Vorfeld geklärt werden, um hinter diesem marktgängigen Etikett überhaupt irgendeine sinnvolle Dienstleistung zu konfigurieren. Und da, es gibt ja nicht umsonst einen ganzen Stapel von Büchern, den ich damit gefühlt habe, das können wir jetzt hier nicht alles machen. Wir müssen jetzt mal gucken, wenn ich vom vierten Schwan her einfliege, wie verträglich das für euch ist. Der Martin hat ja ausgegeben, ihr sollt euch auch wohlfühlen. Wenn ihr euch dann gar nicht mit wohlfühlen könnt, müsst ihr dann überlegen, ob ich vielleicht dieses Potpourri von Konzepten, die es sonst noch gibt, die aber schon sozusagen auf dem Video euch verfügbar sind, ob ich so einen Durchgang mal machen soll oder was immer wir dann machen. Zum Wohlbefinden kann dann beitragen, Perspektivenwechsel im Sinne, wenn wir merken, jetzt ist mal gut und kurz Verdauung, machen wir mal eine Kaffeepause, eine Mittagspause, dann werden wir das anreichen. Das hilft auch. Oder ich mache auch mal eine geleitete Fantasie. Ich bin ja Erikson-Schüler, der Hypnotherapeutin, ja viele kennen, und meine geleiteten Fantasien, auch themenbezogene, sind meist recht beliebt. You go into a deep trance. Also bei Erikson, wenn man wissen wollte, lernt einer wirklich was, dann hat man auf seine Körperhaltung geguckt und die optimale Körperhaltung war einfach so. Also auch da haben wir schon ein ganz anderes Verständnis, wie man aufpassen muss, um das Wesentliche mitzukriegen. So, seid ihr mit dieser Vorrede bereit, dass ich sozusagen mal erstmal auf die globale Flughöhe gehe und mich dann langsam absenke? Ich will einfach, das habt ihr sicher selbst auch schon gemerkt, dass das Wort Kultur heute zu einem Hoffnungswort wird, zu einer Idee, wie wir uns auf andere Weise in Organisationen voranbewegen könnten, um die Komplexität, die uns auf vielen Dimensionen aus dem Ruder zu laufen droht, doch irgendwie einzufangen. Und ich habe mit dem Begriff Kultur schon seit über 20 Jahren gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das Auto jetzt im Vorfeld verschickt wurde, aber wir können das haben. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten bei der Gesellschaft für Weiterbildung und Supervision, die ich vor 25 Jahren gegründet habe. Da halte ich alle 10 Jahre einen Vortrag darüber, wo wir professionell stehen und wie die Perspektiven wohl sein werden. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, vor lauter Zwischeneinschübe.
Ah ja, und doch, jetzt habe ich ihn wieder. Und da, bei der, als ich da jetzt wieder einen Vortrag gehalten habe, jetzt praktisch fürs dritte Jahrzehnt, habe ich gemerkt, dass einer meiner ersten Aufsätze eben schon das Wort Kultur in der Feder führte. Aber es war bis vor 7 Jahren so, dass wenn man von Kultur sprach, die Leute gefragt haben, wie, war es Konzert oder wie? Dann habe ich immer reagiert mit der Antwort, nein, ich meine die Kultur des Wirtschaftsteils, nicht die Kultur des Feuilletons. Und heute ist es aber so, dass mit dem Begriff Unternehmenskultur läuft langsam schon zur Dimension auf, wie Coaching derzeit Heilsversprechungen, Erwartungen sich verbinden, aber von daher das auch eine Magie hat, dass wenn man unter diesem Begriff sinnvolle Dienstleistungen zukünftiger Art organisieren kann, ist man, glaube ich, von der Marktpositionierung auch her sehr gut aufgestellt. Und als eines Beispiel, was da zurzeit so propagiert wird, habe ich diesen einen Aufsatz von Rosabeth Kander auf den hingewiesen, Unternehmenskultur, die sagen eben, der moderne Konzern, der muss schnell, flexibel und kreativ sein. Also jetzt weit weg von diesen klassischen militärischen Vorstellungen, ja, von hierarchisch und Befehl und Gehorsam und alles in Vorschriften und Vorgehensweisen organisiert, diese mechanistischen Verständnisse von Organisation und von Geschäftsorganisation, das ist klar, die funktionieren heute nicht. Es gibt Bereiche, in denen die noch ganz gut funktionieren, aber wann immer es komplex wird, ist das nicht der Fall. Und da kommen dann so Begriffe ins Spiel, wie ihr sie da unten seht. Ich will erstmal oben noch sagen, wir haben das Grundproblem, das philosophische Grundproblem ist, dass wir einerseits eine hohe Flexibilität und Kreativität brauchen. Wir haben aber, es gibt Unternehmen, die haben sich darin versucht. Ich erinnere mich, vor 20 Jahren hat bei Daimler Chrysler, haben die mal gesagt, wir kriegen das zentral alles nicht mehr geregelt. Jetzt soll sich jede Fabrik, jedes Teilunternehmen selbst organisieren und dann behindert die mal nicht mit den ständigen Vorgaben von oben, sondern die können sich viel schneller und flexibler bewegen. Die haben auch das Problem, dass auf der anderen Seite bei den Gewerkschaften, bei den Arbeitnehmervertretern, hol die mal aus den Gewerkschaften raus, dass wir vor Ort was entwickeln können. Die wurden dann in einer Weise auch lästige Rahmen los, haben sich dann aber auch in die unterschiedlichsten Richtungen und ziemlich wild entwickelt und daraus war dann kein Konzern, kein geordnetes Vorgehen eines Unternehmensgebildes mehr möglich. Und dann ist man ganz fürchterlich erschrocken und dann hat man rezentralisiert und das hat dann aber auch nicht wieder funktioniert, dann hat man wieder freigegeben. Also es ist so, wie wenn jemand reitet und mal zieht er die Zügel so an, und mal, aber dann geht das Pferd nicht und mal ist so den Zügel völlig los, dann geht das Pferd schon, aber wohin es will. Und die Kunst besteht eben reiten lernen, das heißt den Organismus verstehen und da Möglichkeiten zu finden. Bei Pferd und Reiter kann man sich noch recht gut vorstellen, beim Konzern wird sowas natürlich dann schon viel schwieriger, weil viele lebendige Organismen ganz verschiedener Arten da zusammenspielen müssen. Ja, also die geformte Organisation, die brauchen wir also irgendwie. Wer immer mal versucht hat, ungeordnet eine komplexere Aufgabe wahrzunehmen, weiß, das kommt nirgends hin, da müssen Übersichtlichkeiten geschaffen werden, wenn man sonst mit allem gleichzeitig beschäftigt ist. Dann haben wir die flexible Organisation, klar, wir sollen nicht schematisch wie Dinosaurier und was für Bilder da verwendet werden, vorgehen. Ein neues, schönes Stichwort, das ich gehört habe, ist die elastische Organisation. Also das ist die Organisation, die wohl eine klare Form hat und eine Vorstellung, wie sie selbst gebaut ist, und die aber, wenn Einflüsse von außen kommen, sehr wohl elastisch darauf reagieren kann, aber dann immer noch wissen, wer sie sind und durch die Verformung nicht in ihrer Identität wirklich gestört werden. Dann ist ja so, dass wir heute eigentlich immer eine doppelte Aufgabe haben, dass einerseits die Organisation ihr laufendes Geschäft machen muss
und dass es sich gleichzeitig aber entwickeln muss, weil die Art des laufenden Geschäfts sich verändert, weil die eigenen Strukturen und Prozesse sich verändern. Von daher, ich werde später darauf nochmal Bezug nehmen, ist im Grunde wäre es nötig, immer 50% fürs laufende Geschäft und 50% für die Entwicklung zu verwenden. Und eine sich entwickelnde Organisation, zumindest wenn man dabei an Menschen geht, geht dann natürlich nicht ohne, dass die Menschen ständig dazulernen und einigermaßen geordnet dazulernen. Also Stichwort lernende Organisation hatten wir schon mal in den 80er Jahren, ist zeitweilig ein bisschen wieder in den Hintergrund getreten. Ich denke, dass es immer noch ein wichtiges Stichwort ist. Ich werde darauf Bezug nehmen. Wie immer wird aus einem richtigen Prinzip so eine Art Hochleistungsprinzip gemacht. Da verweise ich zum Beispiel auf dieses Buch, das jetzt gerade erschienen ist, von dem Herrn Taleb, Antifragilität. Das ist ein Begriff, der sagen soll, nicht nur, dass eine Organisation, wenn sie auf Ereignisse, mit denen sie nicht so leicht umgehen kann, stößt, elastisch sein soll, also dabei nicht die eigene Organisiertheit und Identität verlieren. Nein, sie soll das sogar zum Anlass nehmen, sich zu entwickeln. Also schön, wenn ich gestört werde, habe ich wieder einen Impuls mehr, um ganz schnell dazu zu lernen und mich zu entwickeln. Ich finde es als Ideal hochinteressant. Man muss natürlich einfach immer irgendwie aufpassen, dass man sich nicht übernimmt. Es gab eine längere Diskussion in den 80er und 90er Jahren zur lernenden Organisation. Die Frage, können Organisationen überhaupt lernen? Wer lernt dann eigentlich? In einer Weise ist klar, es können zunächst mal nach unserem Verständnis nur Menschen lernen. Und sie lernen eben, indem lange Zeit haben wir ihnen dann einfach versucht, sozusagen Fertigkeiten beizubringen. Also wie macht man als Moderator einen guten Workshop, wie macht man eine Einleitung und so. Das Problem dabei ist, dass eben ein gewohnheitsmäßiges Lernen stattfindet. Man lernt, also wie man früher Handwerk gelernt hat, man lernt einfach die richtigen Griffe, die richtigen Arbeitsschritte und die Gefahr besteht, dass man dann einfach ein festes Schema hat, dass solange die Verhältnisse so bleiben, wie sie sind, einigermaßen funktioniert. Aber wenn die Verhältnisse anders sind, funktioniert halt nicht mehr. Deswegen muss man beim Lernen der Menschen natürlich sehr darauf achten, dass sie bei dem, was sie tun, gleichzeitig reflektieren, wie sie sich dabei eigentlich steuern und die Prinzipien der Selbststeuerung verstehen und auch sich darüber auszutauschen lernen, sodass sie wenn ungewöhnliche Situationen auftreten, sie die Prinzipien der Steuerung dann auf neue Situationen übertragen können. Und viele von uns kommen ja aus dieser psychologisch orientierten Zeit der humanistischen Psychologie. Da hat man sich dann hauptsächlich eben damit befasst, wenn ich als Mensch mit mir ins Reine komme, dann bin ich auch ein guter Professioneller und dann kann ich auch in einem System relativ gut agieren. Das spricht nicht viel dagegen, dass es auch nützlich ist, aber jeder kennt die Erfahrung, dass ich in unterschiedlichen Kontexten völlig unterschiedlich gut drauf bin. Und wenn ich das System, in dem ich agiere, nicht verstehe, dann nützt es gar nichts, dass ich mit mir im Reinen bin. Da habe ich vielleicht bessere Voraussetzungen zu lernen. Aber wir müssen eigentlich bei begrenzter Zeit, die wir für Lernen haben, das machen, was wir systemintelligente Personenqualifikation nennen. Das heißt, wenn da jemand qualifiziert wird, zum Beispiel für eine Führungsfunktion, dann wird das nicht erstmal separat qualifiziert und dann kann er sich überlegen, in welchem System das funktioniert, sondern von vornherein bezogen auf eine bestimmte Organisation, die ein bestimmtes Führungssystem hat. Das heißt, dass von vornherein das intelligente Verstehen der Systeme zum Teil der persönlichen Qualifikation wird. Der Gegenbegriff ist die personensensible Systemqualifikation. Man hat dann früher auf der anderen Seite einfach Systeme optimiert, Kästchen gebaut, Abläufe optimiert und hat sich aber
dann lange Zeit nicht überlegt, ja, können das die Menschen, die da sind oder den man kriegen kann, ist das für die überhaupt geeignet, dass sie sich damit organisieren? Weil am Ende sind es ja Menschen, die Organisation betreiben. Und das war oft sehr personenunsensibel. Und man hat dann versucht, in die Logik dieser systemqualifizierenden Ideen die Menschen einfach einzuspannen und einzusperren. Aber das wissen wir alle, das ist sehr begrenzt. Wenn die Seele des anderen nicht mitmacht, ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß, dass das funktioniert. Ja, und wenn man sich genau anguckt, da sind wir jetzt bei eben diesen 50% Entwicklung, die immer auch laufen, es reicht in der Regel nicht, den eigenen Job gut machen zu können, sich selbst gut steuern zu können, sondern bei der Gelegenheit muss man irgendwie Systemkultur mitgestalten. Also zum Beispiel, wenn ein Projekt aufgesetzt wird. Es reicht nicht, dass ich im Prinzip meine Rolle in dem Projekt spielen kann, sondern ich muss mitgestalten, wie setzen wir überhaupt ein Projekt auf, wie gehen wir dabei miteinander um. Und wir brauchen als Professionelle in einem hochwertigen Arbeitsbereich zunehmend, neben dem, dass wir unseren Job machen, die Kompetenz, die gemeinsame Kultur, wie wir zusammen den gemeinsamen Job machen, positiv und aktiv mitzugestalten. Also es reicht nicht nur, wenn ich die Metapher der Sprache verwende, es reicht nicht nur, dass ich einigermaßen jetzt Englisch sprechen kann, sondern ich muss bei der Gelegenheit, wenn ich zum Beispiel eine internationale Begegnung habe und ganz verschiedene Leute in ganz verschiedener Weise sich aufs Englische beziehen können, muss ich irgendwie mit dazu beitragen, dass die anderen trotzdem, obwohl sie nur begrenzt sprechen können oder eingebunden werden können oder ihnen helfen kann, dass sie, während wir zusammenarbeiten, gleichzeitig auch die Sprache immer besser lernen oder die Fachsprache, mit der wir unterwegs sind. Das heißt, wir brauchen zunehmend nicht nur eine intuitive Kompetenz, sondern als Teil unserer bewussten Professionalität eine Kompetenz, Kulturentwicklung mitzugestalten, kulturelles Lernen bei anderen auch zu fördern, während wir gleichzeitig mit ihnen arbeiten. Und diese Dame von diesem Aufsatz, den ich vorher erwähnt habe, die nannte das neue Leitsysteme, fand ich auch irgendwie einen ganz schönen Begriff. Ich habe mal ein paar zusammengestellt, die uns heute leiten. Und ich will das vielleicht vorwegnehmen, was unten fett geschrieben ist. Das, was ich sage jetzt, ist ganz wichtig, das ist vom Inhalt nicht neu. Das wisst ihr alle, dem seid ihr irgendwie begegnet. Und ich gehe davon aus, dass viele von euch kluge, praktische Antworten auf die Fragen, die aufgeworfen werden, stellen. Was die wenigsten Menschen machen, ist, diese Praxis in eine Programmatik umzusetzen. Also daraus ein neues Grundverständnis unseres Berufs, der Schwerpunkte unserer Qualifikation zu machen. Sondern es macht jeder irgendwie so, wie es sich ergibt. Es wird sehr oft nicht festgehalten, wie daraus andere lernen können. Und mein spezieller Beitrag ist, das als Programmatik zu formulieren, wie wir überhaupt an die Sachen neu rangehen können und wie wir dabei lernen können und wie wir dabei Kultur gestalten können. Und ich finde, dass es auch von den Haltungen her jemandem hilft, wenn von jemandem, den er als Autorität ansieht, gesagt kriegt, du hast eigentlich nur 50% für die Erledigung der aktuellen Aufgabe und du brauchst 50% während einer regulären Arbeitszeit, um dabei zu lernen und die Kultur zu entwickeln, Bodenpflege zu betreiben. Und jeder von euch weiß das, wie das ist, wenn ihr euch den Terminplan vollstopft mit laufendem Geschäft und nicht hinreichend einplant, dass ihr euren Rechner mal wieder aufräumen müsst, dass ihr die Protokolle versorgen müsst, dass ihr die interessanten Erfahrungen, die ihr gemacht habt, dokumentieren solltet für euch. Und in dem Augenblick, wo ihr ein Verbund seid, dass ihr
in verteilten Rollen gemeinsam im Markt auftritt, kommen ja diese ganzen Arbeiten noch dazu. Wie beziehe ich andere ein, damit die wissen, was ich getan habe? Wie teile ich die medial aufbereiteten Erfahrungen mit ihnen? Wie stelle ich sicher, dass andere in ihrer Mentalität, wie man überhaupt an einen Kunden herangeht, sich parallel zu mir weiterentwickelt. Nicht, dass wir beim selben Kunden, ich plötzlich höre, wie mein Kollege an das Führungstraining rangehen würde und wie ich gesagt habe, wie wir rangehen. Das passt überhaupt nicht zusammen und wir kommen aus einem Haus. Und all das braucht Aufmerksamkeit und Kraft, professionelles Selbstverständnis, dass ich sage, das gehört zu meiner Kompetenz dazu. Nicht nur, dass ich meinen Job gut mache, sondern dass ich bei mir selbst und im Zusammenspiel mit anderen überhaupt das ganze System, den ganzen Hintergrund, aus dem heraus wir unseren Job machen, ständig weiterentwickeln. Und ich nehme an, dass ihr alle das wisst, wie stressig das ist, wenn ihr das nicht eingeplant habt und das eigentlich nebenher und am Abend oder am Wochenende oder macht. Oder wie stressig es beim Kunden ist, wenn ihr mit dem bestimmte Seminartage verabredet habt, aber das Ganze drumherum, die Klärungsgespräche, damit das Ganze einen guten Rahmen und Hintergrund kriegt, eigentlich nicht von vornherein angemessen einkalkuliert habt, dann habt ihr echt ein Stressproblem. Oder ihr macht dann Business as usual, habt aber selbst hinterher das Gefühl, ich habe jetzt die Schallplatte, die schon ziemlich kratzt, jetzt noch einmal mehr gespielt, weil ich einfach keine Zeit für eine neue Aufnahme hatte. Das geht alles immer eine Weile lang gut, wie bei allen ökologischen Problemen, weil die Qualitätskriterien nicht überall so sind, dass ich gleich einen auf die Finger kriege, wenn ich mich nicht entwickle. Und weil die negativen Nebenwirkungen von begrenzter Qualität oft sehr spät erst kommen, dauert oft sehr lange, bis es dann wirklich in die Schwierigkeit führt. Wenn aber die Krise dann da ist und ihr habt nicht einen breiten Fundus an kultureller Vorbereitung, dann erwischt euch richtig. Und deswegen kann man die Einsicht in notwendiger Konzept- und Kulturarbeit, braucht man Einsicht, um sich klarzumachen, dass man das braucht, weil man die längerfristigen Folgen, die spürt man nicht gleich. Und wenn man sie spürt, ist es dann meist fast unauflösbar, dass man eigentlich da nicht mehr die Kurve kriegt. Und sehr viele Unternehmen gehen ja daran ein, dass sie einfach zu lange versäumen, sich zu erneuern. Gut, und da haben wir einfach auch, zunehmend werden ja auch Werte wichtig. Es ist heute klar, in einem Unternehmen wie ihr das seid, dass man nicht einfach nur eine Verkaufsgemeinschaft ist, sozusagen, man hat eine gemeinsame Werbefläche, wenn ein Kunde kommt, verteilt man das und macht jeder sein Business. Und ob das was miteinander zu tun hat, spielt keine Rolle. Nee, es wird einem klar, dass wenn man auf dem Markt für was stehen möchte, braucht man ein gemeinsames Verständnis von einer Mission. Wofür sind wir da? Also Beispiel, in einem Unternehmen muss sich eine OE-Abteilung entscheiden, ob man immer jemand sagt, wir haben ein Problem, gehen die hin und lösen denen das Problem. Oder ob die sagen, nein, dafür sind wir nicht da, überall reinzuspringen, wo ihr euch nicht entwickelt, sondern ihr müsst rechtzeitig kommen, damit wir die Leute, die das Problem lösen können, qualifizieren müsst. Und das heißt, ich treffe eine ganz andere Mission. Entscheidung, die natürlich jede Menge Folgen hat für wie werden Aufträge konfiguriert, wie viel Personal brauche ich, was machen die eigenen, was kaufe ich dazu, welche Kompromisse bin ich bereit einzugehen, welche Produktentwicklung muss bei exemplarischer Arbeit gemacht werden, wie müssen die wiederum anderen als Produkten zur Verfügung gestellt werden und, und. Also da braucht es, um leistungsfähig und entwicklungsfähig zu bleiben, ein gemeinsames Verständnis der Orientierungspunkte, was Mission betrifft und was Kultur betrifft, wie wir was machen. Also ob wir quick and dirty arbeiten oder weil es halb gut bezahlt wird oder ob wir sagen, machen wir nicht oder wir sind zu gewissen Kompromissen bereit, definieren aber, worin die bestehen.
und dass sichergestellt wird, dass die Kompromisse zurückgebaut werden nach und nach und nicht zu gelebten Kompromissen werden. Was wir heute auch brauchen, ich glaube, es gibt gar keine Alternative dazu. Manche Leute versuchen dann immer noch mächtig zu sein, indem sie nicht teilen, was sie wissen. Ich halte das für aussichtslos. Also wer immer diese Impulse nicht verspürt, das wird nicht mehr lange laufen, dass man sich Markt sichert, indem man Intransparenz erzeugt oder indem man einfach die Dinge so benennt, die jeder kennt, die es so benennt, dass sie einzigartig klingen. Der gesamte Markt wird intelligenter und solche Anbieter werden einfach nicht mehr lange leben. Das ist meine Prognose. Allein wenn ihr denkt, dass zum Beispiel alle großen Elite-Universitäten stellen mittlerweile als ihre Top-Vorlesungen und das ganze Know-how alles kostenlos ins Netz. Das wird eine Revolution geben. Also wer nicht lernt, bei maximalem Teilen von Know-how marktfähig zu werden, der wird nicht mehr lange am Markt sein, ist meine Prognose. So, das heißt ein gemeinsames Repertoire an Inhalten, Methoden und Vorgehensweisen. An diesen Beispielen, also erstens braucht man einen gemeinsamen Fundus, weil es sonst zu anstrengend ist, dass man jedes Mal die neuen Formate feststellt. So dass man sich auch auf das Wesentliche beschränken kann und nicht jedes Mal mit Neuabstimmung, was die Vorgehensweise betrifft, beschäftigt ist. Also zur Kulturbildung gehört, wie ich ja vorher schon mal sagte, immer auch eine gewisse Art von gemeinsamer Rahmenentwicklung. Der Rahmen ist dann so selbstverständlich, dass man nicht immer wieder mit Neurahmenschaffung befasst ist, sondern dass man innerhalb der Rahmen, die sich sofort etablieren, die man auch in die Intuition kriegt, dann einfach zusammen an den Sachen, um die es geht, arbeiten kann. Wir werden zunehmend dann selbstorganisiertes Arbeiten eigenständiger Einheiten brauchen. Und diese Arbeiten, und das kann nicht koordiniert werden, ohne dass es ein Verständnis davon gibt, wie die selbst, in welchem Rahmen und mit welcher Kulturvorstellung diese Selbstorganisation laufen soll. Dafür brauchen wir neue Verständnisse von Führen und Lernen. Und ein neues Zusammenspiel von zentral und dezentral. Das habe ich vorher am Beispiel von Daimler schon aufgezeigt. Viele Unternehmen kippen dann noch hin und her zwischen dummer Zentralisierung und dummer Dezentralisierung. Und es gibt noch wenig geläuterte Konzepte, die klug dezentralisieren und zentralisieren und das aufeinander richtig abgestimmt. Das ist das Gleiche mit Bottom-up und Top-down-Prozessen. Da gibt es welche, die sagen immer noch, Bottom-up ist super, beteiligt, wie gesagt, Betroffene zu Beteiligten machen, alle mal in der Turnhalle und dann wird was emergen, dann ziehen sie dann irgendwelche New Age Begriffe bei, dass wenn alle beieinander sind und ernst genommen werden, werden die schon zusammen kreativ werden und was Gutes entwickeln. Das funktioniert in der Regel nicht, es sei denn, man hat eine sehr ausgefeilte Didaktik, wie man sowas aufbaut und am Ende funktioniert es deswegen nicht, weil das Top-Down sich dann vielleicht Bottom-Up wo ganz anders hin entwickelt, als es Top-Down geplant war. Die hatten gehofft, lass mal die machen, die erfinden, was wir von ihnen gewollt hätten, wenn wir gewusst hätten, was wir von ihnen gewollt hätten. Wir merken aber daran, was die entwickeln, dass sie das nicht gewollt haben, was sie jetzt entwickeln und dann sagen wir ihnen jetzt, was wir wirklich gewollt haben, auch wenn wir nicht wissen, wie wir das euch beibringen können. Also auch da brauchen wir, es ist ganz klar, intelligente Konzepte, die von vornherein angemessene Rahmen für Bottom-up-Prozesse setzen und gleichzeitig intelligent top-down gesteuert sind. Also auch wieder sensible Systemqualifikation, systemintelligente Personenqualifikation. So, und das will ich jetzt kulminieren lassen in diesem schönen Satz, der mir eingefallen ist. Wer schnell zur Sache will, sollte mit Kultur anfangen. Ihr alle kennt ja diese Metapher von dem Segen, die mit den stumpfen Segen im Wald unterwegs sind. Die sagen, die haben leider keine Zeit, die Segen zu schärfen. Ich habe das mal, als ich ein bisschen unter Rechtfertigungsdruck war, in dieses Schaubild gebracht. Ich habe gesagt, okay,
Wir können natürlich jetzt mit hundertprozentiger Sach- und Ergebnisorientierung anfangen, aber erfahrungsgemäß wissen wir, dass dabei wir lang nicht so auf der Schiene sind und beieinander sind, wie wir uns das gewünscht haben. Und je länger das geht, umso mehr kriegen wir eigentlich Kooperation, Verständnis und Kulturprobleme, auch bezogen auf den Umgang mit der Sache. Und nach einem gewissen Zeitraum haben wir dann derartig viele Kulturprobleme, dass die Ergebnisorientierung ziemlich runtergefahren ist. Es ist eine Kunst, Leuten, die unter erheblichem Ergebnisdruck stehen, ihnen zu sagen, wir müssen aber trotzdem mit Kultur anfangen. Also erst die Bühne bereiten, bevor wir spielen können. Wir können nicht jetzt schon mal gleich mit dem Stück anfangen und währenddessen kommen die Zimmerleute dann irgendwann und bauen dann den Boden, auf den wir dann spielen, dazu. Aber wenn ihr euch das Schaubild anguckt, es ist ein kleiner Prozentsatz Ergebnisorientierung dabei. Das heißt, wir üben eine Kultur der Leistungserbringung an konkreten Beispielen, also an realistischen Beispielen. Aber das Wichtigste ist nicht, dass wir die Ergebnisse zu den Beispielen bringen, sondern dass wir Kultur bilden, indem wir versuchen, diese Ergebnisse zu erbringen. Und das ist anders als das, was man oft hört, lass mal erst alle zusammen ein Wochenende auf eine Skihütte gehen und dann besaufen wir uns zusammen und dann sind wir schon mal beieinander und dann haben wir schon mal eine Gemeinschaftskultur und dann werden wir nachher gut arbeiten können. Das ist eine Primitivform eines richtigen Gedankens. Ich denke, man sollte von vornherein ohne Ergebnisdruck an Beispielen des Kerngeschäfts zusammen üben, Kultur aufzubauen, weil es einen ganz anderen Rollen, mit ganz anderen Aufmerksamkeiten, in ganz anderen Kompetenzen fordert und von vornherein ein Verständnis von Gemeinschaft als Leistungsgemeinschaft und nicht als Bier ist Bier und Schnaps ist Schnapsgesellschaft etabliert. Und dieses simple Schaubild hilft tatsächlich auch in der Regel eine Bereitschaft zu tolerieren, dass man erst am Beispiel die Arbeitsfähigkeit herstellt. Dass man also dafür den Raum gibt. So, und dann bin noch bei der Einstimmung. Wie geht es euch damit? Könnt ihr? Zum Bild zurück, das war unten das Sollbild. Bitte, laut? Unten das Sollbild. Also unten ist die Empfehlung. Ja, genau. Und das Versuch ist praktisch zu zeigen, wie in der gleichen Zeit, wenn ich wage, mit Kultur, aber eben nicht irgendwie nett beieinander, sondern bezogen auf das, wofür die Kultur nachher auch dienen soll, entwickle, dass ich dann für die Ergebnisorientierung mehr tue, weil ich am Ende dann mich tatsächlich der Sache widmen kann, weil die Kultur flutscht. Und wenn ich dazu nicht bereit bin, habe ich am Ende eigentlich, gerade weil ich ergebnisorientiert bin, das schlechtere Ergebnis, wenn ich voll gleich ergebnisorientiert anfange. Das ist ein bisschen schwer, gerade Managern, die unter Druck sind, die tausend Themen haben, nicht wissen, wo anfangen, denen das zu vermitteln, dass sich das lohnt, aber das Schaufeln. Also das knüpft an Erfahrungen an, die alle kennen. Irgendwie überzeugt es erstaunlicherweise. Ich bin oft auch erstaunt, was für schlichte Mittel dann doch in diesen Kreisen helfen. So, dann fange ich mal an mit einem ersten Geschmäckle zum Thema Kultur an. Meine Definition, eine der mehreren, weil es eben nicht die eine gibt, sondern je nachdem, welche Perspektive man meint. Kultur ist ein Sammelbegriff dafür, wie Wirklichkeit bewusst und unbewusst gestaltet wird. Also beschäftigt sich nicht nur mit dem, worüber wir sprechen können und was wir zusammen planen können, sondern bei dem, was wir alle, ohne es zu merken, anbieten oder worauf wir reagieren. Und das ist ein Sammelbegriff für diese beiden Dimensionen. Eine unserer Schaubilder, die weiter hinten kommen, ist das Dialogmodell der Kommunikation.
dass dem gerecht wird, zu sehen, dass wenn Menschen miteinander kommunizieren, nur der kleinere Teil bewusst methodisch ist und der größere Teil unbewusst intuitiv. Und dass wichtig ist, wenn man Kommunikationskultur entwickelt, dass man ein inneres und zwischenmenschliches Zusammenspiel zwischen diesen Sphären übt. Aber auch da nicht ein irgendwelches Zusammenspiel, dass man da mal eine Traumreise macht und da ein Stück Arbeit macht. Das ist zwar sozusagen von den Gehirnmodalitäten schon eine Abwechslung, aber es ist trotzdem auch völlig auseinandergerissen. Man kann auch eine geleitete Fantasie thematisch fokussiert machen auf das, womit man sich bewusst methodisch auseinandersetzen will, und kann auf diese Weise üben, das in sich zu verknüpfen und kommunikativ, dass man es auch miteinander verknüpft, um auf diese Weise zu entwickeln, dass die Arbeitskultur eben eine gute Kooperationskultur zwischen gemeinsamer bewusster Arbeit und gemeinsamer unbewusster Arbeit ist. Und das fällt nicht vom Himmel. Das ist nicht dadurch erreicht, dass man zwischenrein einfach mal irgendwas macht, wo es nicht so drauf ankommt, dass man sehr viel denkt. Sondern das kann man wirklich didaktisch aufeinander gut fokussieren. Ich will das jetzt nicht so sehr ausleiten, aber wir nennen das die narrative Professionalität, also Arbeit mit geleiteten Fantasien. Ich habe eines der Bücher ist Systemische Traumarbeit, wo gezeigt wird, wie am Beispiel von Umgang mit Traumbildern kollektive Kommunikationskulturentwicklung stattfindet. Das sind Storytelling, also Sachen, Arbeit mit Metaphern, vieles, was ihr eh macht. Vieles davon kann man sehr viel klarer didaktisieren und auf die Rolle und auf die Mission ausrichten. Also gibt es sehr viel mehr Schulungen, als die meisten so auf dem Schirm haben. Ja, und es Kultur ist ein Sammelbegriff für das, was wir gewohnheitsmäßig tun, genauso wie das, was wir kreativ gestalten. Ich komme dann später nochmal drauf, auch nochmal kurz im Vorgriff. Ein Problem mit der Kultur ist, dass wir uns ständig gegenseitig Kultursignale geben, ohne dass wir das recht merken, und dass wir sofort auf Kultursignale reagieren, weil sich Gewohnheiten entwickelt haben. Also sagen wir, im totalitären System, da kommt der Chef rein und seine Körperhaltung sagt den anderen schon, jetzt ist Unterordnung angesagt, und sie ordnen sich unter, bevor sie darüber nachdenken, ob das eigentlich das ist, was sie wollen. Und schon haben beide, ohne überhaupt, rein gewohnheitsmäßig, unbewusst, sich eine Kulturvariante reetabliert. Und da hilft es nicht viel, wenn sie außerdem sagen, im Übrigen wollen wir gerne auf Augenhöhe miteinander umgehen. Weil sie gar nicht merken, wie sie selbstständig Kultursignale geben, die bei den anderen komplementäre Kultursignale zu einer gewohnten Kulturreinkarnation auslösen, und dass die kleinen Spielräume, die wir haben in bewusster Kultur und Neugestaltung, oft relativ wenig Kraft haben gegenüber dieser vielschichtigen unbewussten Reinkarnationskraft, dieser Magie von vorhandenen Kulturen. Und ihr kennt das ja alle, wenn es euch gelingt, ihr macht es, ich würde das so beschreiben, was ihr macht, wenn ihr zum Beispiel einen 3-Tages-Workshop macht, wenn das gut gelingt, dann sind alle woanders. Und wenn sie zurückkommen, die wissen gar nicht, wie das geht, aber 1,5 Wochen später ist alles wie gehabt, weil das einfach nicht stabil bleibt, weil sie keine Didaktik gelernt haben, wie sie bei sich selbst und im Zusammenspiel die neue Kultur aufrechterhalten gegen die Reinkarnationsimpulse der alten Kultur. Und das ist schwer. Man muss richtig Respekt davor haben, welche Kraft Kultur hat. Klaus Jäger, unser ein ehemaliger Lehrtrainer, Schüler von mir, heute Personalleiter im großen weltweit agierenden Mittelständler, der hat gesagt, du Bernd, es ist verrückt, wenn ich daheim in der Badewanne liege, weiß genau, wie es richtig ist. Und wenn ich unser Gebäude betreffe, bis ich in meinem Büro bin, kommt mir der Blödsinn, den wir immer machen,
plötzlich so selbstverständlich vor und ich weiß nicht mehr, wie ich das, was ich in der Badewanne gewusst habe, jetzt noch leben soll. Und der ist wirklich nicht blöd. Also deswegen, man kann nicht genug Respekt davor haben, die Kraft, die fortschreitende Kraft gewohnheitsmäßiger Kulturen und wie viel es braucht, um neue Akzente zu setzen, und zwar solche, die überhaupt eine Chance auf Stabilisierung haben, weil sie genügend Aspekte gleichzeitig abdecken und deren Haltbarkeit gesichert wird, sodass sie überhaupt sich entwickeln und ausbreiten kann. Damit wir überhaupt über dieses Verständnis, wie wir zur Kulturentwicklung beitragen können, als professionelle Arbeiten, brauchen wir auch einfach ein anderes Denken und ein anderes Inventar, zum Beispiel zu Persönlichkeit. Auch ganz kurz ein Vorgriff auf etwas, was wir später vielleicht nochmal machen können. Wenn wir Persönlichkeit begreifen als jemand hauptsächlich privat biografisch, also wenn der in seiner Persönlichkeit nicht richtig funktioniert, überlege ich mir, was ist in seiner Kindheit gewesen, damit er heute so agiert. Ja? Wenn ich mit einem solchen Persönlichkeitsmodell arbeite, bin ich ganz anders unterwegs, als wenn ich zum Beispiel mit unserem neu entwickelten Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit arbeite. Denn Persönlichkeit ist der Mensch in seinen Rollen. Und die Rollen haben was mit dem Kontext zu tun. Also in welcher Rolle ist er eigentlich, wenn er sich so verhält? Bezogen auf welchen Kontext verhält er sich eigentlich so? Und wenn ich dann über Persönlichkeitsentwicklung nachdenke, denke ich ganz anders, als wenn ich das vorige Persönlichkeitsmodell im Kopf hatte. Dann gehe ich nicht jetzt erstmal gucken, wie wir das Badewasser ein bisschen weniger heiß kriegen in seiner Kindheit, sondern dann überlege ich, wie kann der sich jetzt in seiner Rolle besser finden oder auf andere Kontexte beziehen, damit er besser funktionieren kann, und dann geht es dem auch besser und dann entstehen Positivkreisläufe. Das heißt, wir können über Kulturarbeit, wir brauchen Konzepte, die geeignet sind, auch Kulturarbeit richtig zu fokussieren. Und wir können nicht länger mit Konzepten arbeiten, die eigentlich ganz andere Herangehensweisen transportieren, ohne dass wir das oft merken. Haben wir halt gelernt, die funktionieren auch irgendwie klasse und trotzdem sind sie nicht mehr geeignet. Wir brauchen neue Verständnisse von Kommunikation und Begegnung. Da werde ich vielleicht auch mal nur ein Stichwort vorab. Das Dialogmodell der Kommunikation habe ich gerade schon angesprochen, das einfach auffordert, immer wieder über die intelligente Kombination von bewusst methodisch und unbewusst intuitiv und das leistungs- und kulturfokussiert auszurichten. Ein anderes Kommunikationsmodell ist zum Beispiel das Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation. Ich sage, wann immer zwei sich begegnen, begegnen sich eigentlich zwei verschiedene Kulturen. Ja. Das ist aber nicht nur Deutschland-China, das ist auch Ingenieur und Psychologe. Oder das ist auch Außendienstler und Innendienstler. Mann, Frau, jung, alt. Also wir haben es eigentlich immer mit Kulturbegegnungen zu tun. Und dann muss man überlegen, wenn zwei zusammen was hinkriegen sollen, was ist eigentlich ihre Wirklichkeit, die sie teilen können. Oder sie zumindest ineinander übersetzen können, sodass sie komplementär arbeiten können, wenn sie schon nicht ein Weltbild teilen. Und das ist ein anderes Kommunikationsmodell, ja, das ganz andere Fragen wachruft und natürlich auch andere Arbeitsweisen im Workshop. Also das nur mal als Beispiel, davon haben wir eine ganze Latte entwickelt, die diesen modernen Ansätzen entspricht. Wir brauchen ein anderes Verständnis von Verantwortung. Da haben wir auch sehr viel gemacht zur Verantwortungsdialogkultur, ganz eigene Kapitel. Auch nochmal ein Stichwort, wir unterscheiden darin zum Beispiel Verantwortung für und Verantwortung in Bezug auf. Also das eine ist, wenn ihr jetzt in diesem Unternehmen einen bestimmten Workshop macht, dann seid ihr verantwortlich für den Workshop. Ja, das ist aber nur ein Teil eurer Verantwortung. Wenn ihr die schlecht wahrnehmt, fliegt ihr am schnellsten raus. Das ist schon klar. Aber jedes Unternehmen, das sich als Organismus und als Kultur begreift, verlangt natürlich von euch eine Verantwortung aufs Ganze. Also was wird passieren, wenn mein Kollege nächste Woche hier reinkommt? Oder was müssen wir von der Konzeptentwicklung wissen, bei der Erfahrung, die ich hier gemacht habe, auch wenn der Workshop gut ist oder auch wenn er schlecht ist?
Aber was müssen wir daraus lernen? Also Bezug aufs Ganze. Ich würde nie akzeptieren in meinem Unternehmen, und ich werde nicht oft ungemütlich, aber da bin ich mal ungemütlich geworden, als die Sekretärin die Sekretariatstür zugemacht hat in der halben Stunde, in der die Teilnehmer ankamen und es ihr egal war, ob Leute suchend durch den Schlosshof gelaufen sind, weil das ja nicht ihre Zuständigkeit ist. Verantwortung für, klar, ist nicht ihre Zuständigkeit, aber Verantwortung in Bezug aufs Ganze, dann kann niemand entlassen werden, dass er immer damit guckt, wie die Gesamtoptimierung möglich ist und dass man auf die Fragen, die sich daraus stellen, versucht, Antworten zu geben. Ein Teil des Verantwortungskonzepts. Da kommt noch Verantwortungsdialogkonzept, wie man das methodisch machen kann, andere Kommunikationstrainingsformen, die in Verantwortungnahme trainieren und solche Dinge. Also gibt es auch einen großen Fundus bei uns. Thema Macht und Autorisierung. Auch da brauchen wir andere Konzepte, auch nur mal ein Stichwort. Bei Macht denken viele noch, ich Armer bin betroffen von Mächtigen, die sich meist dann noch blöd benehmen. Und wenn die sich ändern würde, würde es mir besser gehen. Und da, wenn man zum Beispiel sagt, okay, Macht, da gibt es ganz verschiedene Arten von Einflussnahmen. Ohne Macht können größere Organisationen nicht funktionieren. Aber es gibt eine Gegenseite dazu und das ist die Autorisierung. Was tut eigentlich derjenige, der von Macht beeindruckt ist, um demjenigen, der die Macht ausübt, die auch zu lassen? Und viele Menschen beschäftigen sich damit, wie sie von Macht betroffen sind, aber nicht damit, wie sie Macht ausüben. Oder sie beschäftigen sich zwar damit, wie sie beeinflusst werden, aber nicht, was sie tun, um dem anderen die Kraft, überhaupt die Macht über sich zu geben. Also wenn man über Macht nachdenkt, braucht man andere Konzepte als diese etwas anti-autoritären 70er-Jahr-Konzepte, die bei uns immer noch irgendwie rumwabern. Thema Kompetenz und Passung, die auch nur mal ein Stichwort dazu sagen. Kompetenz begreifen wir normalerweise als etwas, was ich kann oder nicht kann. Dabei ist, ob ich kompetent bin oder nicht, hat auch jeder die Erfahrung, die tut er aber programmatisch nicht integrieren in der Regel, dass das was damit zu tun hat, wo er ist, ob er kompetent ist. Ich bin ein kompetenter Didaktiker. Ich hoffe, dass es zumindest sich heute so bewährt, wenn ich in einem Kreis wie diesem bin. Man hört auf mich, ich kann kluge Gedanken äußern, die Menschen fühlen sich aber auch berührt, emotional, wenn wir auch nicht auf Emotionen fokussieren, da bin ich kompetent. Ja, ich habe das mal beim Elternabend probiert. Kläglich. Und daraus habe ich geschlossen, dass Kompetenz nicht nur eine persönliche Eigenschaft, sondern der Passung ist. Von dem System, in dem ich agiere und wie ich bin. Und man eigentlich Kompetenztraining immer etwas mit Passungstraining oder Kompetenzklärung zu tun haben muss. Eigentlich weiß das jeder und trotzdem, wenn wir beruflich unterwegs sind, kippen wir manchmal zurück in Kompetenz als ganz nur individuelle, persönliche Universaleigenschaft. Was eigentlich völlig inadäquat ist in einer kulturell differenzierten Zeit. Auch dafür haben wir eine ganze Menge von Konzepten entwickelt. So, das war die Einstimmung. Ich würde dann jetzt erst richtig mit den Metaperspektiven anfangen. Das war euch ja sicher zu konkret jetzt. Ich hätte jetzt genau eine Frage. Ich könnte jetzt ganz elegant sagen, jetzt eine Viertelstunde im Kaffee trinken. Das ist ein guter Punkt. Ja, klar.